Servus Leute, heute habe ich einen Nachtraid für euch auf Streets und ja, was soll ich sagen? Unterhaltsames PvP, den ein oder anderen guten Headshot und das Ganze in der Nacht. Und viel mehr gibt es da eigentlich auch gar nicht zu sagen, schaut es euch einfach an. Ich bin übrigens nahezu täglich live auf twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description und im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Und jetzt viel Spaß mit dem Raid. Auf geht's. Ach, hier hinten sind wir. Adi, what? Hier sind wir. Das ist ein Kackspawn, ey. Ich dachte kurz, wir wären am Courtyard. Leute, danke für den Hype Train. Bademeister insbesondere, danke für die 5 Gegifteten. Und alle anderen, die beigetragen haben. Danke für den Support. Danke für die 6 Abos und 400 Bits. Sechsundzwanzigster, ja. Würde Sinn machen. Klingt realistisch für mich. Und 14.12. Arena. Mal sehen, wer da überhaupt alles reinkommt. Nur die, die Part 6 geschafft haben. könnte tatsächlich sein. Achso, wir gehen direkt rüber zu Cover, ne? Schon wieder den Salat, ey. Alle anderen halt erst, ne, in 2 Jahren. Wo ist die Flash hochgegangen, ist die Frage. Sit down. So nicht. Ich dachte eigentlich, ich wäre tot. Ich dachte eigentlich, ich wäre tot. Nachdem meine Rüstung schon so runter war. Ich habe mich auch dead gesehen, also wo ich nachladen musste. RIP. RIP. Na, hier ist ein bisschen was los, ey. Na, ich glaube, die Jungs sind nicht glücklich mit dem Ausgang.
Ja, sie haben es gut gemacht, ne? Also sie haben mich richtig unter Druck gesetzt. Das muss man ihnen auf jeden Fall lassen. Safe, aber. Scheiße, der ist durch. Weiß nicht, wo er hin ist. Schon. Wahrscheinlich schon weiter. Einmal dran ziehen. Bah, so unwichtig habe ich mit Maeve. Das passiert in etwa 2,5 Mal am Tag. Aber danke. Da sucht mich wer. Oha. Eltern Wolf, schön, dass du vorbeischaust. Weiß nicht, ob ich ihn hab. Aber ihn wahrscheinlich nicht. Shit, ey.
Ist, das waren noch zwei. Keine Ahnung, was da los ist, aber das waren noch zwei. Da fehlt noch was. Argentios sind sie ja mit 100% Spawnrate. Hier, Gris, du hast dasselbe Headset. Es kommt nicht aufs Headset an. Es kommt auch aufs Headset an. Aber es kommt vor allem auf die Audio-Hardware an. Wenn du halt keine gute Soundkarte hast oder Onboard, dann hörst du bei Vibe nicht das, was ich höre. Auf dem Stream hörst du es dann, ja. Weil da, naja, da entsteht der Sound nicht in der Soundkarte, sondern wird einfach bloß weitergegeben. Also, so nehme ich an, ist es. Welche Soundkarte? Ich habe einen Scarlett. Focusrite Scarlett. SGF. Lohnt sich dafür eine externe Soundkarte für Tag auf definitiv. Onboard oder irgendwelche so USB-Sachen sind. Das wird einem erst bewusst, wie wenig man hört in Tag auf, wenn man den Vergleich mal hatte. Das ist immer. Ja. Aber bis jetzt jeder, der von irgendeinem USB-Headset oder sowas gewechselt hat, hat dann hier im Chat geschrieben, oh Gott, ey, ich war taub und jetzt kann ich hören. So ist es. Ja, der Weidler ist einer von ihnen, genau. Klar, ist ein Tag auf Extrem. Ja, Focusrite View würde ich auch empfehlen, genau. Ein Astro A50, ist genau das, was ich nicht empfehlen würde. Astro ist so, ja, hoher Preis, nicht so tolle Qualität. Externe Soundkarte, was ist das? Einfach eine Soundkarte halt. Die muss nicht unbedingt extern sein, aber. Der Rest ist alles von mir, ne? Kann ich alles hier liegen lassen. Hast du das Astro? Ja, wie gesagt, Sound, Audio. Ist auch eine starke Glaubensfrage, ne? Wenn man davon überzeugt ist, dann kann ich da auch nichts gegen sagen. Das würde vielleicht was ändern, wenn du den direkten Vergleich hättest, ja. Bin ich mir sicher. Alles, was irgendwie so USB ist. Headphones mit USB. Holz. Der ist nicht tot.
Ihr wollt's aber wissen, ey. Die wollen's wissen, die Jungs. So, hier ist noch einer. Ja, schöner Fight in der Polizei, hatte ich schon lange nicht mehr. Richtig nice. Ja, waren gerade ein paar nette Headshots, das ist wohl richtig. Tot. Okay. Oh boy. Soll ich das alles mitnehmen, Mann? Soll ich denn das alles mitnehmen? Okay. Exakt, Leute, 73 Kilo langt. Keine Ahnung, ob hier noch einer ist oder so, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie viele ich gekillt habe. Aber war gut für Action für die Nacht, ey. Kann ich sagen. Kein einziger von denen hatte, glaube ich, einen Night Vision auf. Hat das Geld. Guard, besser gesagt. Kein einziger von denen hat den Night Vision auf. Jawoll, ey. Wenn man da hinten halt überhaupt nichts sieht.
Happy Smoothie, danke fürs halbe Jahr. Willkommen zu Genabo-Falle. Danke für die T1. Danke für den Support, weiß ich zu schätzen. Und Inflagranti, danke für den Prime, danke für 11 Monate. Willkommen zu Genabo-Falle, wie geht's? Servus, danke, dass du den Prime bei mir lässt. Wow. Wo schießt der? B, der ist da oben drin und campt ab. So, Leute. Mal hallo YouTube. Mal hallo YouTube, komm. Macht mal hallo YouTube im Chat. War doch eine ganz okay Runde. Brauchbar für ein Nachtraid. Macht mal hallo YouTube und ja. Ready to know what's part 7? There's no part 7. There's just a replacement quest. 1, 2. Er waren bloß 5 Kills. Hat sich aber nach mehr angefühlt. Und ja, die 2 am Anfang, das war. Ja, das war nicht schlecht. War okay. Zwischendrin noch ein bisschen über Sound gequatscht, ne? Und dann nochmal 3 Leute gekillt. And I've been counting.